Ja, also ich zeige euch jetzt mal, wie man aus Bier und Mehl einen super Teig produziert, den man sowohl für Pizza als auch für Flammkuchen verwenden kann. Ich weiß jetzt ursprünglich nicht mehr, woher ich das Rezept habe, aber irgendwann habe ich das natürlich auch irgendwo mal gesehen. Und die Frage danach, gerade wenn es keine Hefe gibt, wie mache ich einen schönen Pizzateig ohne Hefe, die ist durchaus berechtigt und ich habe hier, denke ich mal, eine Lösung für euch. Wichtig ist hier Mehl und Bier. Und beim Bier könnt ihr eigentlich nehmen, was ihr wollt. Also ihr könnt auch Beck's Bier, Bitburger, also da ist es völlig egal welches. Hefeweizen ist natürlich optimal, aber normales Bier geht auch. Und das Mischungsverhältnis ist hier immer 2:1. Das heißt, ich habe zwei Teile Mehl und ein Teil Bier. Jetzt sind die Mathematiker gefragt, ne? Wenn ich 500 Gramm Mehl verwende, wie viel Gramm Bier muss ich dann verwenden? Na? Okay. Also 250, oder? So. Und die 250, da Bier ja genauso schwer ist wie Wasser, kann ich das auch im Messbecher abmessen und habe dann hier hoffentlich die 250. So. Ich muss noch einen Moment warten, bis der Schaum sich ein bisschen setzt hier. So. Jetzt kommen die 250 ml Bier einfach zum Mehl dazu und sonst nichts. Das ist also wichtig. Ja, ihr müsst das jetzt nicht irgendwie noch mit Hefe strecken oder mit Zucker oder mit Salz. Das kann man komplett weglassen. Klar, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich hab's gern salzig, gerne tut was dazu, aber muss nicht sein. Dann das Bierchen da rein. Vielleicht zwischendurch auch mal einen Schluck Bier in den Koch kippen. Dann ist es einfacher. Und dann einfach so lange kneten, bis ich hier eine schöne Teigkugel habe. Das ist am Anfang immer, hat man immer das Gefühl, das kann nichts werden. Aber man muss da einfach weitermachen, sich nicht irritieren lassen und auf einmal wird es dann zu einer Teigkugel. Und ihr seht schon, es könnte was werden hier. Jetzt machen wir noch ein winziges Schlückchen Bier dazu. Das reicht schon. So. Der Vorteil von dem Teig ist nachher beim Ausbacken. Also wir grillen das Teil ja oder backen das Teil ja heute auf dem Grill. Auf dem Holzkohlegrill mit so einem Pizzaeinsatz. Damit er auch mal, ja, dann könnt ihr auch mal gucken, wie das da funktionieren kann. Besonders interessant für die, die gerade damit anfangen mit sowas, die mit ihren Kids im Garten jetzt Pizza grillen wollen. Macht einen Riesenspaß. Und jetzt könnt ihr hier sehen, habe ich eine sehr schöne Teigkugel. Und das ist jetzt erstmal meine Basis für Flammkuchen und Pizza. So, das lasse ich jetzt mal 10 Minuten stehen und dann gehen wir ans Verarbeiten. So Leute, jetzt brauchen wir natürlich noch zunächst mal für den Flammkuchen eine schöne Creme. Und ich habe dazu hier so ein bisschen Schmand. Und jetzt kann man den Schmand natürlich klassisch würzen, also mit Pfeffer und Salz. Und man kann aber auch hergehen und sagen, okay, ich möchte da so ein bisschen individuellen Geschmack haben. Ich kann beispielsweise eine Barbecue-Soße nehmen oder hier so eine asiatische scharfe Soße, die es auch in verschiedenen Varianten gibt. Scharfe Chili-Soße oder Tabasco. Ja, oder ich nehme einfach eine coole Grillsoße, Barbecue-Soße, die ich noch daheim rumstehen habe. Und mich davon ein bisschen was hier drunter. Ein bisschen aufpassen jetzt. So. Na, jetzt habe ich hier das ein bisschen gewürzt. Jetzt kann ich sagen, okay, ich will es ein bisschen scharf haben. Aber nicht zu viel. Dann mache ich noch ein bisschen davon drunter.
Und natürlich, je nachdem wie groß die Familie ist, macht man sich halt entsprechend eine entsprechende Menge Schmand, 500 Gramm, und mischt die hier dann so an. Und dann hat man schon mal den Belag. Jetzt müssen wir ja den Teig ausrollen. Und dazu machen wir uns eine schöne Arbeitsfläche mit Mehl. Dann ist es wichtig, dass ich jetzt, habe ich ja die Teigkugel hier vorhin produziert. Ihr seht ja, es ist ein richtig schöner, elastischer Teig. Ja? Und jetzt kommt es drauf an, mache ich mir jetzt zunächst mal Flammkuchen. Was ist wichtig bei Flammkuchen? Der Teig muss so dünn wie möglich ausgerollt sein. Und dazu mache ich mir erstmal so eine schöne lange Wurst. Und dann schneide ich mir die Wurst. Und dann schneide ich mir zunächst mal so ein bisschen kleiner wie Tennisbälle solche Portionen ab. Ja? Leg das erstmal auf die Seite. Und das Teil rolle ich jetzt so dünn wie möglich aus. So. Und ich mache das immer so, dass ich das, den Teigling jetzt auf ein bisschen vormeliertes Brett lege. Warum machen wir das? Machen wir das, dass der Teigling auch nachher einwandfrei von dem Brett runterrutscht auf den Pizzastein. Ja? So, dann machen wir jetzt noch einen davon und dann belegen wir den. So. Ich kann hier wieder was zum Putzen. So, dann machen wir Creme drauf. Wenn ihr das mit der Creme bestreicht, dann achtet bitte darauf, dass ihr nicht bis an den Rand geht. Der Hintergrund ist, dass beim Backen die Creme ein bisschen verläuft und sonst läuft euch die Creme dann auf den Pizzastein und brennt sich da fest. Das ist also nicht so gut. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch belegen und da sind wirklich der Kreativität überhaupt keine Grenzen gesetzt. Von Obst, Kürbis, Zwiebeln, Äpfel, Birnen, Speck, Chorizo, Zwiebeln habe ich glaube schon gesagt, Pilze, Champignonscheiben. Ich habe hier so ein paar rote Zwiebelwürfel vorbereitet, ja, die hier einfach dazu. Ne, dann können wir hier auf den zweiten machen wir einfach mal, ja, können wir auch schon mal ein bisschen Salami drauf machen. Das ist auch ein Gag, freuen sich die Kids. Und ein paar Pilzscheibchen dazu. Warte mal, ich muss ein anderes Messer nehmen. Das Messer musst du dann ausblenden. Das ist nämlich ein Fleischermesser. So, ein paar Champignons dazu. So. Und dann oberkrass ist dann noch Käse drüber. Und wenn man das mal gegessen hat, will man nichts anderes mehr haben. So, und so kommt es dann bei idealerweise 250, also als unterste Grenze 250 Grad Celsius. Nach oben hin 300, 350 Grad, überhaupt kein Problem. Dauert in der Regel zwischen 5 und 7 Minuten und dann ist der Flammkuchen fertig. Also das haben wir ja jetzt, habt ihr gesehen, es sieht richtig gut aus, es schmeckt auch sehr, sehr gut. Und jetzt gehen wir mal gucken, was unsere Flammkuchen machen. Oh Scheiße. Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst und abgelenkt ist. Ne? Also ich meine, so sollten sie natürlich nicht aussehen, wobei die Röstaromen perfekt sind. Ne? Aber naja, das passiert halt mal. Ne? Ist bestimmt dem einen oder anderen von euch auch schon mal passiert. Aber ihr könnt sehen, dass auch der wirklich sensationell geworden ist, schön knusprig, duftet, unglaublich. Also das kann man lassen, ja. Und so habt ihr also jetzt die zwei Varianten Pizza, Flammkuchen, im Grunde aus dem gleichen Teig, ohne Hefe. Bei der Pizza einfach mehr Belag drauf, etwas dicker ausrollen und
zwischen 4 und 6, 7 Minuten im Grill bei 300 Grad auf dem Pizzastein und dann habt ihr ein perfektes italienisches Essen. Das Grillforum Valentin in Mainz. Ihr Fachhändler für Bräulking, Napoleon, Autochef und Weber. Mehr Genuss unter grillforum-valentin.de.